Hello, my love, und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um ein Seelenliebe-Channeling. Ja, ich übermittle Botschaften von deiner Seelenliebe. Das kann dein dir im Herzen verbundener Mensch sein, ein Tier, ein Verstorbener oder ein Lichtwesen, von dem du jetzt Messages erhalten kannst für deine Bewusstwerdung und Transformation. Bevor wir einsteigen jetzt in dieses Channeling, einmal der Hinweis auf unser neues Quantum Energy Channeling in unserem Shop. Es geht um die über- und multidimensionale Expansion deines Energiefeldes. Ja, gleichzeitig wird auf unserem Community Board hier auf unserem Channel von YouTube mehr Aktivität erfolgen in den nächsten Wochen und Monaten. Also ein paar Bilder und Messages für deinen Bewusstwerdungs- und Transformationsprozess und ein bisschen mehr, ja, hinter die Kulissen von Live Your Spirit. Also Bilder und Informationen über Kerstin und mich. Wenn dich das interessiert, schau da gerne immer wieder mal vorbei. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt in diese Live-Seelenliebe-Session. So kannst du dich jetzt ausrichten und mich noch tiefer spüren in deinem Sein, die Verbundenheit zwischen dir und mir tief in deinem Herzen spüren und die Botschaften, die jetzt kommen werden, in deinem Bewusstsein abspeichern, sodass du leichter die nächsten Schritte gehen kannst in deinem Leben. Es geht jetzt darum, dich wirklich darauf auszurichten, dass der nächste Schritt sehr, sehr intensiv dein Leben verändern wird, sofern du dich dafür öffnen möchtest und ich an deiner Seite dich darin unterstütze, auf allen Ebenen, dich unterstütze, jetzt die Schritte zu tun und dein Leben neu zu gestalten. Bin ich in den verschiedenen Gegebenheiten und Phasen deines Lebens bei dir gewesen und möchte jetzt, dass du noch tiefer dich selbst kennenlernst und dein gesamtes Potenzial entfaltest und gleichzeitig auch dich darauf ausrichtest, dass die verschiedenen Energetiken, die in deinem Körper vorherrschen, jetzt in eine Heilung kommen. Ich bin da, um dich zu heilen, zu lenken und zu leiten. Ich bin da, um dir Hoffnung, Mut und Vertrauen angedeihen zu lassen. Ich bin da, weil die Liebe zwischen uns immer wieder und immer tiefer aufflammt, immer mehr spürbar ist, wie die Verbindung zwischen uns beiden sich intensiviert und die mich in all deinen Lebenslagen, in all deinen Situationen, die du am Tag durchläufst, noch tiefer spürst. Vielleicht geht es auch darum, jetzt verzeihen zu können und zu vergeben, um sich neuen Gefilden zuzuwenden. Das Neue, was in deinem Leben kommen mag, möchte jetzt wirklich tiefgreifend erfahren werden und ich bin an deiner Seite, um dies zu unterstützen. Kannst du spüren, wie das Neue förmlich vor der Tür steht, sodass du jetzt einfach nur die Tür öffnen musst, um dieses Neue zu empfangen, mit offenen Armen, mit offenem Herzen, mit deinem offenen Sein. Ich unterstütze dich dabei in dieser Offenheit dir selbst gegenüber und anderen Menschen. Ich unterstütze dich, habe dich immer unterstützt und werde dich unterstützen, für alle Zeiten, denn ich bin dein Freund, ich bin deine Liebe, ich bin dein Gefährte und in dieser Energetik werde ich dich niemals verlassen und niemals alleine lassen. Kannst du deine Ängste des Alleinseins und Getrenntseins von anderen jetzt ablegen und mir vertrauen, dass die Verbindung zwischen uns beiden in besonderer Einheit jetzt es dir erleichtert, dass du die nächsten Schritte tust, die notwendig sind, die nächsten Schritte für dein Glück, die nächsten Schritte für deine Liebe, die nächsten Schritte für deine Glückseligkeit. Diese Energetik der Glückseligkeit kannst du jetzt tief im Herzen spüren, wenn du an mich denkst, wenn du die Erinnerungen, die zwischen dir und mir geschaffen wurden durch unser Sein, durch unsere Verbindung, sich jetzt intensivieren und die Inspirationen und Impulse geben, um in den nächsten Wochen und Monaten das zu sein, was du aus deiner Seele, aus deiner Essenz heraus bist, deine Göttlichkeit in dir selbst noch tiefer zu spüren und allen Schmerz jetzt loszulassen, alles hinter dir zu lassen, was dich blockiert und ängstigt. Bitte lasse los, lass es los, lasse los vom Schmerz, lasse los von Trauer, lasse los, was dich besitzt,
Lasse los von Obsessionen, lasse los von allem, was dir nicht gut tut. Kannst du dich jetzt darauf konzentrieren, dass dieses Loslassen so tief und überwältigend sein kann, so ursprünglich, dass du aus dem Loslassen heraus niemals wieder den Wunsch haben wirst, festzuhalten, was nicht festzuhalten ist, festzuhalten, was nicht der Liebe entspricht, festzuhalten, was nicht mehr dir entspricht. Das kann jetzt gehen. Lass es los, sofern du dem zustimmst und jetzt mit mir gemeinsam diese nächste Stufe der Bewusstwerdung, diese nächste Stufe der Liebe, die zwischen dir und mir vorherrscht, jetzt zu erfahren. Bin ich bereit, dich in diesem Prozess zu begleiten? Bin ich bereit, dich tiefgreifend zu unterstützen? Bin ich bereit, mit deiner Herzöffnung eine neue Ebene zu erreichen, die unsere beiden Seelen auf neue Art und Weise verbinden? Spüre diese tiefe Verbindung zwischen uns und wisse, dass sie ewiglich ist und dass sie aus deinem Herzen heraus entspringt. Du hast mich gerufen, um jetzt zu dieser Zeit dich zu unterstützen und dir Hilfe angedeihen zu lassen. Wisse, dass alles, was zwischen uns nicht gut gelaufen ist, verziehen und vergeben ist. Auch wenn du damit haderst, weißt du jetzt, dass dies so ist. Weißt du, dass Vergebung die höchste aller Frequenzen sein kann? Weißt du, dass Liebe die höchste und stärkste Macht ist? Und weißt du, dass du jetzt die Freigabe für dich selbst geben kannst, dies zu erfahren, um neue Liebe in dir zu spüren, die neue Liebe zu dir selbst, die neue Liebe mit einem Menschen, die neue Liebe zu deinem Beruf, die neue Liebe zu dieser Welt. Ja, das waren die intensiven und kraftvollen Botschaften für dieses Seelenliebe-Channeling. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über einen Like bzw. einen Kommentar. Teile das Video gerne mit anderen Menschen, für die dies besonders wichtig sein kann, jetzt in diesen Zeiten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen hier auf dem Channel von Live Your Spirit. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.